Ein Hauch von Hollywood weht durch den Problembezirk Bickendorf. Die 200. Folge Soko Köln, und es ist uns eine große Ehre, auch mir besonders, eine illustre Gästin, gibt es das überhaupt, begrüßen zu dürfen, die wunderbare Katharina Thalbach. So groß hatte ich sie gar nicht in Erinnerung. Sie spielen ja Camilla Hildebrand. Gucken Sie Serien privat, wenn ich fragen darf? Ja. Gibt es da Favoriten? Ja, absolute. Also natürlich, absolute Favoriten sind alles, was mit Agatha Christie zu tun hat. Miss Marple und Hercule Poirot, eigentlich meine Traumrolle. Hercule Poirot, ich denke, ich wäre perfekt. Mord im Orient Express, richtig? Ja, zum Beispiel. Aber da gibt es ja so viel. Ich mag meine Figur sehr gern. Die Camilla Hildebrand ist wirklich bezaubernd. Nervend, aber bezaubernd. Sophia Mückeberg. Kathi Thalbach ist, sagen wir natürlich, eine begnadete Schauspielerin, die ich schon wirklich verehre, muss man sagen, seit ich sie in der Blechtrommel gesehen habe. Da war ich ein kleiner Junge und da war sie schon spektakulär gut. Und wenn mir damals jemand erzählte, dass ich halt irgendwann mal mit ihr selber drehe, das hätte ich damals wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Da wusste ich auch noch nicht, dass ich Regisseur werde natürlich. Frau Hildebrand, Camilla, Herr Matti, er ist mein Bruder. Das ist meine Schwester. Ich bin die Älteste, er ist mein kleiner Bruder. Naja, aber nicht der Kleinste. Eigentlich sehen wir uns auch immer nur bei der Arbeit. Selten woanders, ja. Der Fall ist so gut wie gelöst. Kommen Sie. Wo sehen wir uns eigentlich noch? Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof? Wir sehen uns auf dem Friedhof. Wir haben viele schöne Orte, wo wir Krankenhaus. Uns... Krankenhaus. Krankenhaus. War vor 2 Jahren. Da hat auch der Thorsten Wacker Regie gemacht. Und da habe ich sie in einem Krankenhaus vor dem nahenden Tod gerettet. Und ich habe Karin gerettet. Ja. Wir waren damals in einem gleichen Zimmer. Ja, und ich habe ihr bei den Ermittlungen geholfen. Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Wir haben jetzt hier wir ricken jetzt gerade das Auto auf dem Trailer und dann wird Kathi Thalbach sich darauf setzen und dann verfolgt sie 2 böse Buben. Und es ist recht gefährlich für sie. Und bitte. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Wenn ich darf, wenn es sich was Nettes auftut, so was mit Blut zu tun hat. Blut ist immer gut. Vielen, vielen Dank. Schöne Zeit noch. Morgen sind Sie wieder weg. Ne? Ja, ich bin morgen schon wieder auf dem Land. Dieses Jet-Set-Leben. Ja, es ist Wir bleiben hier. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß.